Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes im Nordosten bietet Blutspendern im Land einen Monat lang kostenfreie Tests auf Corona-Antikörper an. Wer zwischen dem 21. März bis zum 16. April an einem Aktionsspendentag teilnehme, könne erfahren, ob und wie viele Corona-Antikörper in dem gespendeten Blut nachweisbar sind, teilte das DRK mit. Mit der Möglichkeit wolle man sich bei den Blutspendern für die Unterstützung in der Pandemiezeit bedanken. Am Mittwoch, dem 23. März, haben Interessierte in der Zeit von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Möglichkeit, im Rathaus der Hansestadt Wismar Blut zu spenden. Zurzeit gelten bei den Blutspendeterminen die 3G-Regeln. Spendenwillige werden gebeten, geimpft oder genesen oder getestet zu erscheinen.